So Freunde, wir sind mal wieder in Dobrodzin und gehen jetzt wieder ins Mužinec, in die wunderbare Kneipe, kann ich nicht sagen, ein tolles Restaurant. Und ich zeige euch auch mal heute das Essen bzw. die Speisekarte und versuche da einfach mal ein bisschen zu filmen. Heute bin ich ja ganz gut ausgerüstet, also wirklich lecker essen, wenn ihr mal vor Ort seid. Da drin ist jetzt heute wieder ein Geburtstag, das heißt, da ist normalerweise der Speisesaal, aber das ist in Polen üblich, dass da öfters mal Geburtstage stattfinden. Und wir können jetzt hier hinten einfach so ein Hähnchenfleisch mit Salat und Pommes essen. Und das ist heute praktisch auf der individuellen Speisekarte, weil die wahrscheinlich alles für diesen Geburtstag machen. Und schaut euch das an. Da haben die sogar hier so ein kleines Feuerchen hinten gemacht. Und Außenbestuhlung, aber richtig warm. Freunde, schaut, was wir für tolle Untersätze haben hier in Form von einer Dartscheibe. Das ist natürlich ein Lech, alkoholfrei. Das täuscht hier so ein bisschen. Und jetzt kriegen wir auch noch lecker Rosu vorneweg. Und bei dem Wetter, wir haben so irgendwie 13, 14 Grad und ein kühler Wind, ist das genau das Richtige hier. Schaut euch das an, wie toll das aussieht. Also Rosso ist natürlich genau das Richtige, aber das alkoholfreie Bier auch. Ja, dann zum Wohl hier im Mužinec. Da zeige ich euch erstmal die Portion Rosso, die wir hier haben. Also eine richtig geniale Hühnersuppe mit diesen kleinen Nudeln drin. Habe ich ja schon selber sehr oft gemacht und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie schmeckt. Aber so wie sie riecht, sehr, sehr lecker. Ich hoffe, euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Freunde, schaut euch das an hier im Mužinec, das leckere Schnitzel mit Salat und Pommes. Also wie gesagt, Mužinec kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal in Dobrodzin seid, kommt auf jeden Fall hier essen. Ich muss da jetzt unbedingt ran, deswegen bis später. Freunde, das im Hintergrund, das ist nicht mein Magen, aber ich bin proppenvoll hier. Also die Portionen in Mužinec, in dem leckeren Restaurant hier in Dobrodzin, sind wirklich klasse. Ich habe da noch nebendran ein bisschen Schnitzel abbekommen. Das habe ich auch noch verdrückt. Und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, das ist wirklich kein Scheiß. Geht hier essen, wenn ihr mal in der Nähe seid, das ist wirklich super lecker und auch noch im Endeffekt Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top. Sogar die Möhren für den Salat werden noch selbst gerubbelt hier, also da schmeckt man, ist wirklich alles frisch zubereitet. So Freunde, ich mache mal den Abschluss zum heutigen Tag und zwar habe ich Asyl bekommen bei ganz netten Menschen hier. Ich darf mir ein Bett aussuchen. Ich habe natürlich gesagt, ich schlafe hier oben auf dem Stockbett. Da passe ich vielleicht von der Größe auch hin. Ich bekomme jetzt gleich noch ein bisschen Bettzeug hier und dann kann ich hier richtig nächtigen. Also das ist wirklich top hier. Ich schraub euch unten mal die Adresse rein, genau. Ich schreibe euch mal unten die Adresse rein hier. So sieht das aus, dieses eine Zimmer. Und dann zeige ich euch noch mal kurz mit einem Schwenk, wie das hier aussieht. Super, ja, das ist auch so eine ländliche Touristik, also wirklich klasse, richtig modern mit dem Holz. Ja, und mit den Bildern verabschiede ich mich für heute, morgen geht es natürlich wieder zurück und dann nehme ich euch auch wieder mit, damit das Ganze so ein schöner kleiner Wochenend-Reisebericht wird. Bis dann, Dobranoc! Guten Morgen, meine Freunde. Ich versuche hier mal euch ein bisschen zu zeigen, wo ich heute Abend genächtigt habe. Und zwar ist das auch wieder so eine Agrotouristik, also direkt in der Natur. Ja, auch ein bisschen Selbstverpflegung, obwohl hier, wie gesagt, auch eine Küche vorhanden ist. Also man hat jetzt nicht irgendwie All-Inclusive, ja. Man ist aber direkt an der Natur und schaut euch einfach hier dieses toll modernisierte Wohnhaus bzw. Haus an, wo hier einzelne Wohnungen sind.
Ja, da sind jetzt eine große hier rechts und hier sind einfach noch drei Zimmer, genauso wie unten. Und dann ist noch so eine Gemeinschaftsküche. Also man kann sich das hier aussuchen. Und das ist diese Agrotouristica Teresa. Ich schreibe euch den Link mal unten rein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen das Gelände ab und ich zeige euch so ein paar Feinheiten. Also wirklich klasse hier. Schaut euch das an, Freunde, noch was Interessantes. So ein Turm zum Observieren. Und soweit ich gehört habe, war das auch hier so ein Grenzgebiet zur damaligen Zeit. Da müsste ich mich aber erstmal erkundigen, wie und was das hier, wie das zustande gekommen ist, beziehungsweise wer das gebaut hat, aber wirklich genial. Und da schauen wir jetzt mal, da gibt es auch Schilder. Aber schaut euch das an, wie groß die Bäume sind und wie weit das noch hinausragt da oben. Und jetzt stellt euch vor, ohne Aufzug da hoch, ja, da haben die praktisch dann die Grenzsicherung betrieben, so wie das aussieht. Ja, ich hatte gedacht, hier steht ein bisschen was an Informationen, aber hier steht auch nur Uwaga Kleschtsche, das sind die Zecken. Und ja, da hat man hier auch gezeigt, wie man die entfernt. Also das ist hier auch immer ein Risiko, wenn ihr in den Wäldern unterwegs seid, die Zecken. Das ist nicht anders da als in Deutschland. Und hier habt ihr, ja, Pilze. Dirk, was für die Pilzsammler, was man sammeln sollte oder darf und was man nicht sammeln darf. Das ist natürlich auch richtig klasse. Ja, und über diesen Aussichtsturm bzw. über diesen Observationsturm hier, Wahnsinn. Da war da oder ist da die Tür, da denke ich mal, kann man auch noch rein. Und jetzt schwenke ich einfach mal nach oben, damit ihr mal das Ausmaß sehen könnt. Selbst wenn die Tür offen wäre mit meiner Höhenangst, vergesst es. Genial. Also falls jemand genaueres weiß, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ich müsste mich erst informieren. Das ist hier, wie gesagt, in dem Gebiet Olesno, Dobrodzin. Und da stehen auch viele von diesen Türmen hier. Schreibt es gerne mal unten rein, wenn ihr da nähere Informationen habt. Oder wenn ihr vielleicht auch das noch von früher kennt. Der eine oder andere kommt ja hier aus der Gegend. Also mitten im Wald und da hinten geht es weiter. Jetzt sind wir noch auf dem Weg der inneren Einkehr und das ist hier so wie eine Art öffentliche Kapelle aufgebaut. Und wir klappern jetzt einfach mal diese einzelnen Stationen ab und ich nehme euch einfach mal zu den Sachen mit, die hier ausgestellt sind. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Altar aufgebaut und hinter uns sind dann Sitze, also so Bänke aufgebaut. Und ich denke, dass hier auch hin und wieder der Gottesdienst im Freien gemacht wird. Also richtig toll gemacht und wir gehen jetzt hier in die andere Richtung und schauen uns mal an, was da hinten zu sehen ist. Jetzt sind wir auch wieder an so einer tollen Figur und da haben wir unten den Schriftzug Ktush Yagbuk, also wer mag Gott, und das ist natürlich auch hier schön anzusehen, wird auch immer gepflegt. Hier sieht man dann die Grablichter und die Blumen, da kümmert sich auch der ein oder andere dann drum. Und das ist hier die Stelle auch wieder mit, ja, einfach so einer Figur obendrauf. Natürlich kenne ich jetzt nicht die genaue Bedeutung. Hier sieht man jetzt, ja, so ein Erzengel oder irgendwas mit einem Säbel. Und hier auf der unteren Seite hat er so eine altertümliche Waage in der Hand. Und dann steht er auch auf irgendeinem. Also wie gesagt, ich kann das symbolisch gar nicht deuten hier, was das zu bedeuten hat. Aber wirklich toll gemacht hier links und rechts diese
Bäume, die sie gemacht haben, wirklich fantastisch. Hier haben wir jetzt auch wieder eine Figur vom Johannes Paul II. Also das war der polnische Papst. Wir hatten ja auch einen Deutschen. Und der wird hier aber im Gegensatz zu der deutschen Vertretung noch sehr oft verehrt, ist auch überall noch in Bildern zu sehen. Also wer diesen Grenzreport öfters mal guckt von Zgorzelec, da sieht man an der Brücke, wo man mit dem Pkw drüber kann, auch immer wieder ein Bild. Da gehen Leute her und legen Blumen und Lichter nieder. Also das wird hier noch richtig zelebriert. Und hier an der Station hat man jetzt auch dann noch gewisse Schriften beziehungsweise auch immer mal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Also von der Gestaltung her muss ich sagen, ist das wirklich toll. Auch wenn ich jetzt nicht so der Kirche angehöre, finde ich das immer wieder klasse, wie viel Menschen sich einfach hier Mühe geben und auch in die Pflege hier Arbeit und Zeit reinstecken. Das muss man auch immer mal wieder honorieren. Also ganz toll gemacht, ein richtig schöner Ort. Hier haben wir die nächste Station. Man sieht auch immer diese einzelnen Stationen, die stehen dann oben drüber hier. Aber wir haben von hinten das Feld aufgeräumt. Das heißt, wir kommen von den oberen Zahlen zu den unteren. Und ich zeige euch jetzt einfach das und ihr bildet euch euren eigenen Eindruck. Ich muss ja nicht zu jedem was sagen. Hier sehen wir jetzt den Heiligen Vater Pio, auch wieder etwas geschrieben und ja, dann hat man auch wieder die Bäume, hier hat man einen Sitzplatz, also auch Zeit, um verweilen zu können. Und ich denke, wenn die Temperaturen ein bisschen angenehmer sind, weil jetzt haben wir irgendwie so knapp 8 bis 10 Grad und ja, so einen kühlen Ostwind, da kann man hier wahrscheinlich auch im Sommer durch die Bäume, die ja Schatten geben, richtig schön verweilen. Vorhin hatten wir die Väter, jetzt haben wir den Bruder Albert, der ist hier in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt Stazia Dva, also das ist wie gesagt nummeriert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie weit das geht, beziehungsweise wie viel wir haben. Ich lasse mich da überraschen. Jetzt gehen wir auf die gegenüberliegenden Seite. Oh, der sieht heroisch aus, da bin ich gespannt. An diesem Platz widmen wir uns wieder einmal der richtig netten polnischen Sprache. Und zwar haben wir hier den Jan Chrzciciel. Das musste erstmal richtig aussprechen. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei mir so richtig war. Aber die Kombination als Deutsche, das CH ist ja das Ch. Dann haben wir das RZ als J. Und dann haben wir ja nach dem C, das I ist ja dann wieder dieses Chi. Und das muss man erstmal zusammenbringen. Also wie gesagt, wer der polnischen Sprache noch nicht so mächtig ist, probiert das jetzt mal zu Hause auf. Da kommen wirklich die lustigsten Sachen raus und ich tue mich da heute auch immer noch ein bisschen schwer, aber das ist jetzt hier einer, ja, mit der Schürze. Da werden wahrscheinlich die Frauen, die hier zuschauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Da unten ein Schaf. Ja, auch wieder eine tolle Sache und es geht weiter. Wie gesagt, ich kenne mich ja mit dieser ganzen Thematik nicht so aus. Hier haben wir jetzt Karolina Kuskuwna und ja, wie gesagt, ich kann da euch nicht viel drüber erzählen. Auf jeden Fall ist das jetzt hier auch die Station 3 und in gleicher Weise, man sieht hier, wie gesagt, diese kleinen Absperrungen, also das sind ja diese angedachten ja, Zäune, kann man nicht sagen, aber einfach so eine Abtrennung von diesem Bereich hier. Hier hat man jetzt keine Sitzbänke, aber auch wirklich schön mit den Bäumen bedeckt. Ja, wer hier Wasser vermutet hat, nee, das ist kein Brunnen, der ist einfach nur so ein bisschen hier angedacht und ist so ein bisschen hingestellt. Und das ist natürlich auch wieder so schön fake, ne? Da hinten haben wir den tollen Wasseranschluss. Aber wie gesagt, macht was her. Das haben sie sich nicht nehmen lassen, einfach hier sowas hinzubauen. Aber auf jeden Fall sind dann auch die Blümchen versorgt. Wir sind jetzt gerade ein bisschen querfeldein gekommen hier und da habe ich gesagt, Mensch, wir haben den Weg Gottes verlassen. Und jetzt sind wir hier an dem ersten. Und zwar ist es Maximilian Kolbe. Wie gesagt, schreibt mal unten rein, ob ihr euch da mit auskennt. Das sieht mehr aus wie so einer aus dem, was ist das, Bistum, Kloster, wie nennt man die, Abt, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin da gänzlich nicht versiert drin, aber das ist sozusagen die erste Station, wenn man hier von diesem Weg hier kommt. Oder haben wir da hinten noch was? Ich weiß es nicht, aber wir haben ja von vorne angefangen. Aber ist auch schön gemacht hier. Wie immer hier diese Station angeschrieben und dann mit einer Apostel oder mit einem Vers oder was da drauf steht.
Das war anscheinend nicht ganz richtig. Das dürfte jetzt dieser eigentliche Eingang sein. Und ihr seht, von hier aus kommt man dann rein und kann hier diese einzelnen Stationen durchgehen. Und von der Richtung sind wir gekommen. Und hier haben wir jetzt sozusagen den Eingang. Ich kann das nur hier schwer erkennen. Das ist 2003 sehr wahrscheinlich errichtet worden. Und da steht Ich do mojej matki, also geht zu meiner Mutter. Ja, so übersetze ich das jetzt mal. Und ja, da sieht man jetzt auch wieder, was in Stein gemeißelt. Das sieht jedenfalls nach Stein aus. Ich muss jetzt mal ein bisschen schwenken, weil die Sonne einfach so schlecht fällt. Ja, und das ist hier, wie gesagt, in dieser kleinen Gemeinde Radowie, ist das, glaube ich, Radowie oder Radau auf Deutsch. Und ganz toll gemacht. Nach dem Vlog hier aus Wrocław war das ja mal was anderes. Aber ich habe ja eingangs erwähnt, man muss ja da auch nicht der Kirche angehören oder muss da den starken Glauben haben, um diese Art der Ausstellung oder um diese Art der Monumente toll zu finden. Und generell finde ich das ein schöner Ort. Wie gesagt, da kann man mit Familien hergehen. Das ist ganz, ganz toll hier. Ja, super. Dann bin ich mal gespannt. Das war jetzt wieder ein bisschen länger. Später geht es dann von Legnica wieder zurück nach Lubin. Und ja, da nehme ich euch wieder ein bisschen mit. Ich weiß jetzt nicht, was danach noch kommt. Also das Wochenende ist, wie gesagt, actiongeladen. Von jedem ein bisschen was. Bis gleich. So, Freunde, gewohnter Blick in Richtung Mautstation. Wir stehen schon gefühlt eine halbe Stunde hier. Aber wer da schon mal gefahren ist, wird das kennen. Wer mein Video bezüglich Maut und wie das hier so im Praxistest abläuft noch mal sehen will, einfach oben rechts klicken. Und ansonsten hoffe ich jetzt, dass ich irgendwie in Richtung Legnica am Bahnhof komme, weil da geht dann mein Zug. Und ja, dann geht es wieder in Richtung Heimat nach Lubin. Ja, und ihr seht auch hier die Motorradfahrer immer schön durchschlängeln. Bis gleich. So, Freunde, ich bin wieder in Legnica angekommen und muss jetzt zum Gleis 4. Hier kann man sich natürlich wieder ganz bequem per Blick und der KD-App ein Ticket buchen. Das hat jetzt 8,20 € wieder gekostet, zurück nach Lubin. Dauert nicht lange und ja, da ist schon Perron 4, da muss ich hoch und dann sehen wir uns gleich in Lubin wieder. So, Freunde, wir sind jetzt wieder angekommen hier in Lubin und das war wirklich ein richtig tolles Wochenende. Ich habe ja viel erlebt und bin richtig groß rumgekommen
Und ich bin ja jetzt schon jede Menge Kilometer auch mit dem Zug gefahren. Und ja, der ein oder andere will es ja immer mal wieder wissen, wie es bezüglich mit der Maskenpflicht ist. Ich weiß, es nervt langsam, aber hier in den Zügen kann ich einfach sagen, dass man das halten kann, wie man das möchte. Also es haben circa 70% keine auf. Ich würde schätzen, 10% haben sie unter der Nase. Also das wird dann einfach nur noch gemacht, damit man vielleicht einer Strafe entgehen kann. Aber ich kann zum Thema Zugbegleiter oder Zugbegleiterin einfach nur sagen, dass ich hier in keinster Weise angesprochen worden bin. Und weder auf dem Hin- noch auf dem Rückweg. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen zurück. Der hat hier noch einmal gehupt. Und ansonsten würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, über neue Abonnenten. Aktiviert gerne die Glocke. Und ist beides kostenlos, das sage ich ja immer mal wieder, weil der ein oder andere vergisst das. Und ich bedanke mich vielmals beim Zusehen und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Ich denke, dass das Video Sonntag online geht. Und ja, ich würde euch jetzt gerne noch dieses Lubin beleuchtet zeigen, aber das haben sie noch nicht angemacht. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dovidenia.